Jawohl, jawohl, jawohl. So soll das. So soll das hier gehen, Alter. So soll das gehen. Getestet und bestätigt. Das ist immer wichtig. Ausprobieren, nachmachen und wenn es klappt, bäm, abkassieren. Bah, da ist er. Ein schöner Schuppi. Also, so soll das doch sein. So muss das sogar sein. Bedeutet also, wenn man hier ein bisschen was rumprobiert und testet, muss es nachvollziehbar sein und es muss nachmachbar sein. Ich habe mir verschiedene Basics angeschaut. Wichtigste Basic, Futtermische zum Beispiel, ist die Karpfenfuttermische. Habe ich noch gar nicht verwendet. Jetzt hier in dem Fall. Aber ich habe mir einfach angeschaut, was ist denn da so drin. Und eine der wichtigsten Aromen da drin oder das Aroma Nummer 1 ist Vanille. Und heute bin ich einfach mal schön gechillt hier am Bärensee, am ehemaligen, am alten Karpfenpuff sozusagen, auf Vanille unterwegs. Warum hier und warum nicht hier? Weil ich hier an der Seite zuletzt ja auch noch ein bisschen rumgetestet habe mit den Untergründen. Ich weiß also, so ab ungefähr 15 Meter plus hat man hier einen lehmigen, schlammigen Untergrund. Hier auf der Map nochmal ein bisschen zu sehen. Das heißt, einen ganzen Bereich richtig schön grasig. Und dann wird es auf einmal lehmig, schlammig und da wollen wir hin. Das heißt also, ich bin jetzt hier auf 17 Meter gerade geklippt, Baller raus und ich habe noch keine Futtermische drin. Einfach mal so, zack, hier ist der nächste Biss. Einfach so mit Basis Vanille, Mais bzw. Boilies. Jawohl, die wollen wir. Auch die goldenen. Und einfach mit Sahne-Dip. Es gibt keinen Vanille-Dip. Wenn ich das richtig im Blick habe, zumindest habe ich, ich habe keinen. Und ich dachte eigentlich, ich hätte alle Dips. Also es gibt keinen, für mich gerade keinen Vanille-Dip. Also nehme ich Vanille-Mais, Vanille-Boilies, maybe Vanille-Pellets. Wenn wir mal eben kurz reinschauen und wir nehmen die Vanille als Suchergebnis, haben wir hier jede Menge Vanille. Guck dir das mal an, das ist richtig geil. Normale Old Pal Vanille der Größe 20, sogar 8 darunter. Man kann tatsächlich mit ganz feinem Setup hier und 8er Boilies auch mal dran gehen. Vielleicht sogar für andere Fische. Wie wäre es mit Güster oder sowas in dem Bereich? Giebel und Karauschen. Alles so mit so ganz kleinen, feinen Dingern. Vielleicht gibt es da richtig geile Dinger noch, die man damit rausziehen kann. 8er Boilies, mega geil. Wenn es solche kleinen Boilies gibt, immer mal testen. 14er hier, genau. Vanillecreme gibt es. Vanille Pellets. Normales hier Vanille Mais. Und dann natürlich auch Feeds. Hier Vanille Soße bzw. Vanille Creme als Soße. Was halt auch noch krass ist. Und wenn du da ein paar Infos zu hast, wäre das sehr, sehr geil, wenn du was da drunter schreibst. Vanille 20 Explosive, Alten. Explosive Vanille? Tja, leider nur für ganz normale Grundmontage. Ich muss ja erstmal weitermachen. Bedeutet also, ich habe es jetzt im Moment gerade noch nicht dran. Ich bin hier gerade mit Pop-Up unterwegs und teste jetzt gerade. Was wir jetzt bisher in den wenigen Minuten hier schon sehen, gerade war ja erstmal noch ein Break, also hier die letzten paar Fische in den 3 Minuten hier sehen, ist Vanillefunst. Vanillefunst auch sehr gut auf Schleie. Ich hoffe so ein bisschen, dass das Ding auch schön für die Goldschleie funktioniert. Das wäre natürlich der Oberburner. Ja. Und Vanille funktioniert, also Vanille als Köder, als Aromatik, funktioniert tatsächlich auch an der alten Festung mit Mais. Also ein super Basisköder.
ursprünglich, beziehungsweise das erste Mal so ein bisschen mehr im Fokus gehabt, wo ich mir die ganzen Mischen angeschaut habe. Und wenn wir jetzt hier die Karpfenfuttermische uns einmal anschauen, haben wir hier die Info, da haben wir die Info dran. Gemahlene Erbse, Fliegenmade, Mais und Vanille. Und da habe ich mir gedacht, Alter, warum ist denn da bei der gemahlenen Erbse dieses grünliche eher, vegetabile von der Aromatik, Fliegenmade, dann hat man da bei der Fliegenmade eher so eine Eiweißkomponente, Mais auch da eher so eine tendenziell süßliche Komponente und dann kommt da die Vanille drauf. Allen, ich musste die Vanille nochmal raussuchen, bin auf die ganzen Boilies gestoßen und ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Ich teste jetzt natürlich erstmal hier an der Stelle mit den 17 Metern gerade komplett ohne eine Futtermische. Und wie wir jetzt schon sehen, auch ohne eine Futtermische lübt der Schuppi, lübt die Schleie. Ich hoffe natürlich noch auf die goldene, das wäre der Oberhammer. Einfach mal ein bisschen was anderes testen. Es kann doch nicht sein, dass hier immer nur jeder Hanswurst ständig mit Kokossahne angelt. Es muss doch mal was anderes geben, als immer die gleichen Köder. Da geht doch bestimmt noch mehr, Alten. Bis jetzt von der Frequenz her, guckt euch das an, sensationell. Wirklich top, kann man nicht anders sagen, kann man so machen. Ja, schmeckt. Also, heißt also, ich werde noch ein bisschen hier rumtesten. Ich werde mich hier mal jetzt schön, wir haben gerade ein bisschen sonniges Wetter. Wie soll das denn werden? Ein bisschen bedeckt, das heißt, es wird später noch wieder ein bisschen bewölkt. Tendenziell für so eine Aromatik würde ich sagen, eher sonniges Wetter. Auch da vielleicht dann an der alten Festung. Ich war ja zuletzt jetzt mehrfach auch auf Amur an der alten Festung unterwegs. Mal eher in Richtung sonnig gehen. Bei den bisschen bedeckt, bewölkt bzw. regnerischen Wetter war es nicht so erfolgreich, auch bei den Amuren, bei mir zumindest, mit den fruchtigen Ködern. Jetzt hier im Vanillebereich teste ich es ähnlich. Allerdings würde ich auch da sagen, ja, Vanille tendenziell eher würzig, aber auch da eher eine sonnig-würzige Aromatik. Von daher hoffe ich da natürlich auch, dass es funzt. Guck mal hier, die nächste schöne Schleie. Gerne mehr Schleien, Alter. Mehr Schleien auch an der alten Festung. An der alten Festung, was sag ich? An Bärensee. Gar nicht schlecht. Überleg mal, du bist hier vielleicht mit einem kleineren Setup. Hast eine Route vielleicht mit 19 Kilo Tragfähigkeit. Dazu passend 14, 15 Kilo an Setup, an Bremse, dann ist das doch mega geil, Alter. Schön die Schleien hier rausziehen. Oder du hast sogar ein Setup, was da drunter ist. Sagst, alles klar. YOLO, ich gehe jetzt hier einfach am Bärensee, bin gerade Level 18 und ich hau hier mein kleineres Set rein mit 5, 6, 7 Kilo Tragfähigkeit vielleicht. Kann übelst enden. Sag ich, wie es ist, kann echt übel enden. 5, 6 Kilo Tragfähigkeit, 5 Kilo Amur, gibt richtig Gas. Genauso auch irgendwelche großen Karpfen, die machen euch fix und fertig. Also empfehlen kann ich das nicht. Aber wenn man hier ein Setup hat, so im Levelbereich von ungefähr 19, 20, 22 und man hat ein vernünftiges Set, womit man eben auch dann hier am Bärensee gut rangehen kann, dann ist es natürlich auch immer schön, wenn man einen Spot hat, der trotz allem nicht übelst den Verschleiß hochpusht. Heißt also, du gehst hier hin mit einem hochwertigen Setup, oder ich sag mal Mittelklasse-Setup, und kannst trotzdem in einer vernünftigen Frequenz hochwertige Fische rausziehen, wo der Verschleiß dann auf deinem Setup nicht so hoch ist und trotzdem ballert halt das Silber rein. Das ist halt wichtig, das ist das A und O, dass man hier eben auch Silber hält und nicht direkt wieder nach zwei Tagen hier angeln, das Silber wieder ausgibt, nur für Reparaturen. Also, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen weiter rausziehen und noch ein bisschen weiter testen. Und ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal kurz rein, wie sich das hier ergeben hat und was hier rausgekommen ist. Zack, so, jetzt ist hier vorne auf der linken Seite gerade ein bisschen ruhig, aber auf der rechten Seite geht es gerade wieder los. Heißt also ganz klassisch, wir geben natürlich hier auch wieder ein bisschen Gas und probieren weiter ein bisschen aus. Das muss natürlich sein. Und so wie es da rechts gerade zuppelt, scheint es tatsächlich vielleicht auch ein Amur zu sein. Was ich jetzt natürlich nochmal gerne testen möchte, ist
tatsächlich eben auch mit der ganz klassischen Karpfenfuttermische. Das heißt, ich nehme die jetzt hier mal, werfe die mal so ein bisschen weiter raus. Ich muss sogar noch ein bisschen weiter werfen. 5 vor, 10 vor. Ja, ich glaube, das passt. Maximal ist zu weit. Ich gehe noch mal ein paar Schritte zurück. So, jetzt auf maximal. Auch noch zu weit. Noch mal ein paar Schritte zurück. Habe ich vor Jahren immer gemacht. Ne? Wenn man maximal auswirft, hast du ja immer die gleiche Entfernung. So. So ist geil. Maximal. Und genau da will ich hin. Perfekt. So, das heißt, jetzt baller ich die Futtermischen raus. Zack, 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 zack. Baller hier an dieser Stelle. 10 Stück natürlich. Bei 10 Stück ist der Spot dann aktiv. Wenn ihr dann 13, 14, 15 Stück drin habt, ist es natürlich auch nicht so weiter tragisch. Immer dran denken. Nicht überfüttern, gerade beim Karpfenangeln auch immer ganz entscheidend. Man will ja nicht, dass auf einmal hier nach ein paar Minuten, nach einer halben Stunde hier auf einmal alles abbricht. Schöne Pause machen. Die Wirkzeit von dem Futter steht immer am Futter dran, wie lange das wirkt. Und dann so kurz vor Ende kann man ja nochmal 5 Stück nachballern. Und dann nochmal 5 Stück und so weiter. So ein bisschen vorsichtig rantasten und vielleicht die Frequenz langsam wieder erhöhen. So darf das gehen. Also im Großen und Ganzen, ich bin übelst zufrieden. Guck mal, hier geht's auch sofort wieder los. Einfach mal ein bisschen den Spot geändert. Zack, geht sofort wieder auf Vanille. Der nächste und der nächste. So soll das sein. Bisher leider noch keine Goldschleie. Das wäre es natürlich gewesen. Der nächste Amur wieder. Amur auch immer wieder gut. Ja, wie gesagt, zuletzt auch an der alten Festung hat es super funktioniert. Jetzt hier mit gerade das erste Mal ausgeworfener Futtermische. Bimmelt es tatsächlich auch direkt wieder los. Was man natürlich machen könnte, hier auch bestimmt einfach eine Schleienfuttermische reinschmeißen. Schleienfuttermische und dann einfach auch wieder ein bisschen kreativ sein. Futtermische plus, sage ich da eigentlich mal ganz gerne zu. Also, das heißt, ihr habt die Basisfuttermische, wie schon unter Taste N, wie schon vorgesehen, hier sind sie, die Standardfuttermischen. Alles aufgelistet, ich sag mal, die wichtigsten Kategorien von Fischen, vom Karpfen, Rotaugen, Güster, Brassen, Barben und Co. Und dann einfach so eine Pluskomponente mit reingeben. Das heißt also jetzt hier in diesem Fall, ihr verwendet ja dann gerade einen Vanille-Aroma, vielleicht einfach nochmal ein bisschen so einen geschredderten Boilie-Vanille reingeben. Einfach mal so in diese Richtung, ein bisschen mehr Vanille in den Spot oder in die Futtermische reingeben und gucken, wie man dann damit die Futtermische optimieren kann. Ähnliches Beispiel Brassenangeln. Ihr seid mit dem Knoblauchteig unterwegs. Es gibt Boilies oder Feed Pellets Knoblauch. Zack, einfach mal die Standardfuttermische Brasse nachbauen und da so ein bisschen Knoblauch mal mit reinballern. Hm? Testen, probieren, ein bisschen rumspinnen. So, ich spinne jetzt hier nochmal ein bisschen weiter, ziehe aber auch währenddessen nochmal ein paar Brocken raus. Petri, ihr Lümmels, wenn noch nicht geschehen, bitte den Kanal abonnieren. Mega geil. Also 50% der Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Katastrophe. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ob das alles Hater sind und die nur irgendeinen Grund suchen? Ich würde sagen, Kanal abonnieren, Daumen da lassen, wenn ihr das Ganze gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petri.